Die Bundesliga und die zweite Liga biegen so allmählich auf die Zielgerade ein. Und damit einen schönen guten Abend, liebe Fußballfans, und herzlich willkommen zu Elfmeter Fußball auf den Punkt. In der Bundesliga hadert Eintracht Frankfurt mal wieder mit der eigenen Unkonstanz. Rivale Mainz 05 steckt da derweil mitten im Abstiegskampf. Das zwei unserer Themen heute. In der zweiten Liga liegt Darmstadt 98 nach dem Hessen-Derby weiter auf Aufstiegskurs. Der FSV Frankfurt muss derweil in St. Pauli ran. Und das soll jetzt auch unser erstes Thema sein. Und zwar gemeinsam mit dem FSV Winterneuzugang und Offensivmann Tim Gollay. Schön, dass du zu uns gekommen bist. Hallo, grüß dich. Hallo. Ihr seid nach wie vor die Mannschaft der Stunde in Liga 2. 3 Siege, 2 Unentschieden. Könnt ihr sehr zufrieden mit sein, oder? Ja, definitiv können wir damit zufrieden sein. Ich denke, auch aufgrund des Programms, was wir jetzt nach der Winterpause hatten, wir hatten auf jeden Fall viele Spieler gegen Mannschaften aus dem oberen Drittel. Und ja, wir könnten mit der Punkteausbeute, die wir da geholt haben, sehr zufrieden sein. Blicken wir aufs Hessen-Derby noch mal kurz zurück. 1:1 gegen Darmstadt 98. Zufrieden, ein gerechtes Unentschieden, auch wenn der Vorteil ja durchaus eine Zeit lang auf eurer Seite lag? Ich denke, in der ersten Halbzeit haben wir das Spiel dominiert. Ja, waren klar die bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit war es dann eher ein ausgeglicheneres Spiel bis zu dem Tor, was wir dann erzielt haben. Dann haben wir uns ein bisschen hinten reindrängen lassen. Darmstadt hat sehr viel mit langen Bällen agiert. Ja gut, dann haben wir eine Unaufmerksamkeit gehabt in der Abwehr und das haben die Darmstädter eiskalt ausgenutzt. Es war ja auch dein erstes Spiel für den FSV in der Startelf. Du warst in jedem Spiel seit deinem Wechsel dabei, aber zum ersten Mal in der Startelf, für dich natürlich auch ein zufriedenstellendes Erlebnis, oder? Auf jeden Fall. Hat mich natürlich gefreut, dass ich zu Beginn ran durfte und ja, dann vor so einer Kulisse dann direkt auf ausverkauften Haus. War natürlich schön, mal wieder von Beginn an zu spielen. Ausverkauftes Haus, erstmals am Bornheimer Hang hast du es miterlebt. Wie sehr hast du denn diese Derby-Atmosphäre in dich aufgesogen? Ja, ich denke, das war eine sehr schöne Stimmung, eine sehr friedliche Stimmung auch. Ich denke, das war alles im Rahmen und habe es natürlich auch genossen. Auf der Gegenseite der Stürmer Dominik Strohengel seit 11 Spielen ohne Treffer. Den habt ihr auch ganz gut da hinten im Griff gehabt, deine Abwehrkollegen. Ja, ich denke auf jeden Fall. Ich denke, wenn ein Stürmer nach 45 Minuten ausgewechselt wird, dann kann man von im Griff gehabt haben sprechen. Dann wollen wir jetzt mal vorausblicken. Ihr müsst ran beim FC St. Pauli. Darmstadt 98 muss ran gegen Union Berlin. Zunächst wollen wir aber auch noch einmal zurückblicken auf die Reaktionen direkt nach dem Hessen-Derby. Nach dir? Nein, bitte, nach dir. Trotz großem Kampf letztlich ein schiedlich-friedliches Unentschieden zwischen Darmstadt 98 und dem FSV Frankfurt. Dadurch haben die Lilien ihren zweiten Tabellenplatz verteidigt. Der FSV bleibt auf Rang 9. Dabei hatten die Bornheimer den Vorteil zunächst auf ihrer Seite. Wir haben in der zweiten Halbzeit mit einem guten Angriff das 1:0 machen können und haben es dann versäumt. Vielleicht hat auch ein bisschen die Kraft gefehlt, vielleicht war der Gegner auch zu stark, da dann nachzusetzen und wirklich die vielleicht sogar etwas größeren Räume, die durchaus dann da waren, weil Darmstadt schon nach vorne agiert hat, nicht mehr nutzen können. Ich glaube, dass wir ein sehr kampfbetontes, intensives, leidenschaftliches Spiel gesehen haben, wo der FSV in der ersten Halbzeit ganz klar die bessere Mannschaft war. Wo der FSV uns auch mit unseren eigenen Waffen ein bisschen geschlagen hat, mit sehr aggressiver Zweikampfführung, mit einem kompakten Spielfeld, ja, mit Pressing-Situationen. Im Duell der Mannschaft der Stunde gegen das Überraschungsteam der zweiten Liga hatte der eingewechselte Slatko Dedic den FSV zunächst in Führung gebracht. Jerome Gondorf 11 Minuten später für Darmstadt ausgeglichen, leistungsgerecht. Wie die Mannschaft danach aufgetreten ist, dass wir zurückgekommen sind, ziemlich zeitnah auch den Ausgleich gemacht haben und dann trotzdem weiter auf Sieg gespielt haben, weiter versucht haben, die 3 Punkte zu holen. Das ist natürlich auch uns nicht verborgen geblieben draußen, sondern ist auch sehr gut für die Moral. Das stimmt mich dann wieder etwas positiver zu der ersten Halbzeit und ich denke, dass dieser Punkt für beide Mannschaften absolut verdient ist. Ich denke auch, unterm Strich nach 90 Minuten ist das der Lohn für beide Mannschaften nach diesem großen Kampf, nach dieser leidenschaftlichen Leistung, die wir
über 90 Minuten gesehen haben. Die Lilien bleiben somit auf Aufstiegskurs, ob sie es nun hören wollen oder nicht. Nun kommt Union Berlin ans Böllenfalltor. Stürmer Dominik Strohengel wird dann fehlen nach seiner 5. gelben Karte. Trainer Dirk Schuster hatte ihn in Frankfurt schon frühzeitig ausgewechselt, zum eigenen Schutz. Wir hatten dieselbe Situation vor einem Jahr ungefähr in Münster. Frühe gelbe Karte, geht wieder zum Zweikampf hoch, zum Kopfball. Der Gegner schmeißt sich hin und er wird vom Platz gestellt. Das wollten wir heute vermeiden, das Spiel auf jeden Fall mit 11 Spielern zu Ende zu bringen. Und auf der anderen Seite natürlich auch, da die 5. gelbe Karte kassiert hat, dem Ronny König für 45 Minuten Spielpraxis zu geben. Weil ich denke, dass er Stand jetzt erste Wahl ist für das Spiel am Freitagabend gegen Union Berlin. Während in Darmstadt nun Ronny König ran darf, könnte in Bornheim Slatko Dedic nach seinem Derby-Treffer die Nase wieder vorn haben. Im internen Startelf-Duell mit Sturmkollegen Edmond Kaplani. Der FSV weiterhin die Mannschaft der Stunde. Am Samstag geht es nach Hamburg zum FC St. Pauli. Und dann zunächst einmal noch die Frage nach dem Lokalrivalen. Darf nach so einem schiedlich-friedlichen Unentschieden ja auch mal sein. Meinst du, Darmstadt 98 kann wirklich weiterhin oben um den Aufstieg mitspielen? Ich denke, wir haben zwei Drittel der Saison gespielt nun. Und wer dann zu dem Zeitpunkt auf den oberen Rängen steht, der hat es verdient, ganz klar. Muss man auch einfach so anerkennen. Und wir werden sehen, wie sie jetzt damit umgehen. Auch mit den Unentschieden jetzt bei uns, wo sie natürlich auch ein bisschen Glück haben, in den letzten Minuten dann noch den Treffer erzielt zu haben. Aber ich denke, die Darmstädter darf man nicht abschreiben. Dann wollen wir jetzt einmal auf euch näher blicken. Kaum ist euer Stürmer Armin Audier verletzt, schon wetteifern Edmond Kaplani und Slatko Dedic um den Platz in der Startelf. Spielt der eine, beginnt der eine, trifft der andere und umgekehrt. Also über die Sturmqualität vorne kann man sich bei euch nicht beschweren, oder? Nee, definitiv nicht. Ich denke, wir haben drei sehr gute Stürmer. Das ist natürlich auch immer belebend für den Konkurrenzkampf. Gut, wenn jetzt der Armin jetzt ausgefallen ist, der seine Spiele, die er zu Beginn gemacht hat, sehr ordentlich gemacht hat, dann haben wir einfach noch zwei sehr starke Stürmer in der Hinterhand. Der Trainer, denke ich, hat da freie Auswahl und da sind wir sehr zufrieden mit. Macht es für dich eigentlich irgendeinen Unterschied, mit wem du da vorne in der Offensive spielst, oder kommst du mit allem gut zurecht? Natürlich gibt es verschiedene Spielertypen und dem muss man sich einfach anpassen. Ich denke, der eine oder andere ist halt unterschiedlich dem anderen Stürmer gegenüber, aber damit kommt man ganz gut zurecht. Eine andere Personalie im Derby, Alexander Huber. Da hieß es drei Tage vorher, vor dem Hessen-Derby noch, dass er mit einer Muskelzerrung nicht spielen könnte. Plötzlich stand er doch auf dem Platz. Euer Mannschaftsarzt scheint ja ein wahrer Wunderheiler zu sein, oder? Ja gut, Alex hatte sich verletzt. Ich denke, er hat sich da ein bisschen rausgenommen im Training und so weiter. Und dann muss man den Heilungsverlauf einfach immer sich anschauen. Und da ging es halt von Tag zu Tag dann sehr gut nach vorne. Aber auch ein wichtiger Mann, dass er auf jeden Fall mit auf dem Platz stehen konnte. Auf jeden Fall. Ich denke auch, aufgrund dessen, dass er mit mir auf einer Seite gespielt hat und mich da sehr stark unterstützt hat, war es natürlich auch einfacher für mich, dann bei meinem Startelf-Debüt dann auch so eine Leistung zu zeigen. Du bist im Winter neu dazugekommen. Natürlich kannst du jetzt etwas schwer den Vergleich zur Hinrunde ziehen. Dennoch mal die Frage, was hast du so den Eindruck? Was macht den Unterschied jetzt in der Rückrunde beim FSV Frankfurt aus? Ja, wie Sie schon gesagt haben, ich kann jetzt nicht den Unterschied zwischen Hin- und Rückrunde erklären. Ich kann einfach nur sagen, dass wir jetzt in der Rückrunde nach der Winterpause ganz klar eine Einheit geworden sind, auch auf dem Platz. Wir arbeiten zusammen und das ist sehr wichtig. Ich denke, dass wir die einzelne Qualität auf den Platz bringen können, aber wichtig ist, dass man als Team arbeitet und da müssen wir halt konstant sein und ich denke, das haben wir ganz gut hinbekommen. Eine Einheit heißt, ihr versteht euch auch abseits des Platzes ganz gut alle miteinander? Ja, in der Kabine ist natürlich sehr gute Stimmung, auch aufgrund der letzten Ergebnisse. Das macht natürlich Spaß, ja. Dann wollen wir jetzt einmal auf den FC St. Pauli vorausblicken, euer nächstes Auswärtsspiel. Derzeit vorletzter Tabellenplatz, aber nur ein Punkt entfernt von einem Nicht-Abstiegsplatz und zuletzt mit dem 2:0 gegen Braunschweig. Die werden euch sicherlich auch einen ziemlich harten Kampf liefern. Ja, davon gehe ich auch aus. Ich denke, das Stadion wird brennen. Dadurch, dass sie das letzte Spiel 2:0 gewonnen haben, wollen sie natürlich jetzt nochmal alles raushauen, sich zu Hause auch nochmal zeigen, aber
Ich denke, wir sind auch gut drauf. Wir können mit einer breiten Brust dorthin fahren und werden dann mal sehen, dass wir da das Bestmögliche rausschlagen. Ohne eurem Trainer Benno Müllmann jetzt zu tief in die Karten gucken zu wollen, aber kann man schon irgendwie was sagen, wie ihr dort auftreten wollt? Ja, das kann man jetzt nicht sagen und will ich auch nicht sagen. aber ich denke, wir werden eine sehr tiefstehende St. Pauli-Mannschaft sehen und das wird natürlich nicht einfach. Dann wollen wir gleich weitersprechen über den FSV Frankfurt, aber auch einmal in die Bundesliga blicken auf Eintracht Frankfurt. Die Adlerträger hadern nach dem 2:4 in Köln mal wieder mit der eigenen Unkonstanz. Jetzt geht es gegen Paderborn, während Ligarivale Mainz 05 trotz des Trainerwechsels weiter mitten im Abstiegskampf steckt. Mehr dazu gleich. Bleiben Sie einfach dran hier bei Elfmeter Fußball auf den Punkt. Willkommen zurück, liebe Fußballfans, bei Elfmeter Fußball auf den Punkt. Wir wollen nun einmal in die Bundesliga blicken. Dort hadert Eintracht Frankfurt nach dem 2:4 in Köln mal wieder mit sich selbst. Wenn diese Saison etwas auszeichnet, dann die eigene Unkonstanz. Jetzt geht es gegen Paderborn, wobei sich die Adlerträger ja gerade gegen die Kleinen der Bundesliga besonders schwer tun. Einen Schritt vor, zwei zurück. Immer wenn die Eintracht einen Sieg landen kann, folgt im nächsten Spiel prompt der Einbruch. Nach dem 2:1 gegen Hamburg segelten Torwart Kevin Trapp in Köln wieder die Bälle um die Ohren. 2:4, allein 3 Gegentreffer binnen 10 Minuten. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, ich habe es ja vor 2 Wochen schon mal gesagt. Jetzt haben wir 48 oder 49 Gegentore, ich weiß es gar nicht genau. Das ist natürlich, mit jedem Gegentor wird es immer schlimmer und wird es natürlich auch schwerer, ein Spiel zu gewinnen. Und wir freuen uns natürlich, nicht nur ich, sondern auch die ganze Mannschaft freut sich natürlich, wenn wir defensiv gut stehen, wenn wir kein Gegentor bekommen. Es gibt einem persönlich natürlich auch ein besseres Gefühl. Deswegen ärgert es uns alle natürlich extrem, dass wir vor allem auch so schnell hintereinander meistens so viele Gegentore bekommen. 49 Gegentreffer macht im Schnitt mehr als 2 pro Spiel. In Sachen Defensive ist die Eintracht gemeinsam mit Werder Bremen Liga-Schlusslicht. Alles, was sich die Adlerträger mit ihrem Hurra-Fußball vorne erarbeiten, machen sie sich hinten prompt wieder selber kaputt. Carlos Zambrano wirkt spätestens mit seinem Fehler in Köln deutlich verunsichert. Den besten Defensivmann Makoto Hasebe wechselte Thomas Schaaf unverständlicherweise aus. Der Trainer ist nun gefordert, um das weit geöffnete Frankfurter Scheunentor zu schließen. Dadurch, dass wir fast alle 2 Wochen über dasselbe reden müssen, wissen wir auch schon, was wir besser machen müssen und auch sollten. Einfach, wenn man die Spiele zu Hause sieht, laufen wir extrem viel und manchmal, zumindest mal war es in den Auswärtsspielen so, dass wir den einen oder anderen Moment dann verpasst haben, den Gegner dann zu stören oder zu spät kamen. Und das sind fast immer dieselben Situationen und da müssen wir dran arbeiten, dass wir das auch konstant über 90 Minuten auswärts hinbekommen, aber natürlich auch zu Hause beibehalten, klar. In der Offensive hängt vieles vom wiedererstarkten Alexander Meyer ab, der sich mit seinen Saisontreffern 17 und 18 in Köln Platz 1 der Torjägerliste zurückerobert hat. Diese Woche musste Meyer schon mal für einen Tag mit Kniebeschwerden aussetzen. Ohne ihn stünden die Adlerträger auf Rang 18. In Köln hat sich auch noch Abwehrspieler Marco Russ eine Meniskusverletzung im linken Knie zugezogen und wird wohl 6 Wochen ausfallen. Das verheißt nichts Gutes für die angeschlagene Abwehr. Den Torhüter aber macht einiges zuversichtlich, am Samstag zu Hause gegen Paderborn wieder etwas Zählbares zu verbuchen. Dass ich weiß, dass wir eine Qualität in der Mannschaft haben und dass ich weiß, dass wir keine Angst haben müssen vor den Gegnern. Natürlich einen gewissen Respekt. Paderborn ist ein unangenehmer Gegner, kein einfacher Gegner. Wir sollten oder dürfen auf keinen Fall unterschätzen. Aber müssen einfach an unsere Stärken glauben und daran glauben, was uns stark macht. Und das sind eben
die Dinge, wenn wir über die Laufarbeit kommen, über die Zweikämpfe und dann auch das fußballerische Element mit eintragen und dann wird es auch schwer, uns zu schlagen. Allerdings tut sich die Eintracht gegen die vermeintlich kleineren der Liga meist schwerer als gegen die großen. Das zeigten auch zuletzt die Niederlagen in Mainz, in Freiburg oder auch das 1:3 im Hinspiel in Paderborn. Gegen den Tabellen 16. können die Adlerträger nun beweisen, dass sie auch mal vermeintliche Pflichtaufgaben lösen können. Und dann die Frage an einen Spieler von dem anderen Frankfurter Club, vom FSV, Tim Golley. Bevor du 2012 zu Fortuna Düsseldorf gewechselt bist, gab es ja eine große Rivalität zwischen Düsseldorf und der Eintracht in Liga 2. Ist aus der Zeit danach bei dir, in deiner Düsseldorfer Zeit, ein bisschen was davon irgendwie hängen geblieben? Wurde das ein bisschen noch weitergetragen, ein bisschen forciert, diese Rivalität zur Eintracht? Nee, ich denke, davon habe ich nicht viel mitbekommen. Klar ist es so, dass wenn man als großer Verein in der zweiten Liga spielt, dass es immer Rivalitäten gibt, genau. So sieht's aus und ja, davon habe ich aber weiter nicht viel mitbekommen. War ja auch mal vor deiner Zeit. Verfolgst du eigentlich jetzt, wo du auch in Frankfurt bist, auch mal, was der, ich sag mal, große Bruder Eintracht in der Bundesliga so treibt, guckt man da ab und zu mal? Eher weniger. Ich bin fokussiert auf unseren Verein und klar verfolge ich die Bundesliga, aber jetzt nicht speziell auf einen Verein gerichtet. Da bin ich mehr auf unseren Verein fokussiert. Aber aus deiner allgemeinen Sicht, sage ich mal, auf die Bundesliga, glaubst du, die Eintracht kann noch ein bisschen konstanter werden in der Rückrunde, dass nicht auf jeden Heimsieg gleich wieder die nächste Auswärtsklatsche folgt? Ja, ich denke, das hat immer mit Erfolgserlebnis zu tun und die Eintracht hat in der letzten Zeit jetzt nicht so viele davon gesammelt. Ich denke, wenn man da ein, zwei Spiele wieder gewinnt, dann werden sie auch wieder konstant. Dann wollen wir jetzt einmal auf den Rivalen der Eintracht in der Bundesliga blicken, nämlich auf Mainz 05. Die 05er trotz Trainerwechsels weiterhin mittendrin im Abstiegskampf. Nun geht es gegen den FC Augsburg. Ja, und die Augsburger, die haben ja jetzt auch noch ein neues Ziel ausgegeben, nämlich Europa. In Mainz haben sie es in der Vergangenheit schon mal vorgemacht, den Weg auf die internationalen Plätze. Doch von Europa kann derzeit höchstens der nächste Gegner Augsburg träumen. Die 05er hingegen im Abstiegskampf. Kein Sieg in den vergangenen beiden Spielen, Tabellenplatz 13, nur 3 Punkte vom Relegationsrang entfernt. Immerhin haben die Aufholjagd und der Punktgewinn vergangenes Wochenende gegen Gladbach Mut gemacht. Ja, war schon von der Moral her ein sehr wichtiges Zeichen von uns. Ich denke, dass es uns viel Selbstvertrauen gibt und zumindest auch ein gutes Gefühl, weil die Leistung war okay. Wir haben wirklich viel versucht und deswegen war der Punkt für uns sehr wichtig und hat sehr gut getan. Nach einem 0:2 Rückstand gegen die Borussia hatte zunächst Johannes Geis den Anschlusstreffer erzielt, ehe Shinji Okazaki binnen 3 Minuten ausgleichen konnte. Julian Baumgartlinger selber hätte beinahe noch das Siegtor erzielt. Es wäre wohlgemerkt der erste Bundesligatreffer des Österreichers gewesen in knapp 4 Jahren bei Mainz 05. Die Europa League-Qualifikation hat er schon 2-mal miterlebt. Der erste Torjubel im Ligabetrieb soll noch folgen. Ja, das werden wir sehen. Ich versuche es. Ich war jetzt schon 2-mal knapp dran. Ich werde es weiter versuchen. Und wann es aber dann soweit ist, kann ich nicht vorhersagen. Ich werde es am Wochenende aber auf jeden Fall wieder probieren. Am Wochenende, wenn es nach Augsburg geht. Der FCA nach einem Sieg gegen den Tabellenzweiten Wolfsburg weiterhin auf dem internationalen Rang 6. Nun wurde bei der Bundesliga-Überraschung der Saison endgültig Europa als offizielles Ziel ausgegeben. Die Augsburger vor der Partie am Samstag aber mit Respekt vor den Mainzern, die den Weg in die Europa-League-Qualifikation schließlich einst vorgemacht haben. Erstmal hat es Mainz jahrelang sehr, sehr gut gemacht und macht es jetzt auch sehr, sehr gut. Aber Mainz hat finanziell andere Möglichkeiten wie der FC Augsburg. Das haben wir bei Chachaku zum Beispiel bei dem Transfer gemerkt, dass sie da einfach viel, viel weiter sind und mehr Bundesliga-Jahre auf dem Buckel haben. Und das gilt für uns auch, sich zu entwickeln. Und jedes Jahr Bundesliga tut uns gut und da ist uns Mainz um ein paar Jahre voraus. Ja, wäre bestimmt eine gute Motivation jetzt für uns. Klar wissen wir das. Ja, ich meine, dass wir motiviert sind jetzt gegen Mainz, ist ja logisch. Die letzten Spiele waren immer schon sehr unangenehm gegen Augsburg, speziell in Augsburg. Sie sind
eingespielt. Sie spielen sehr konstant, sehr sicher, verteidigen sehr gut und trauen sich auch im Spielaufbau mittlerweile sehr, sehr viel zu. Deswegen wird es für uns ein sehr schwieriges Spiel, ein sehr intensives Spiel, auch sehr viele Zweikämpfe erwarte ich. Deswegen sind wir aber auch nicht chancenlos, weil ich glaube, dass unsere Art Fußball zu spielen auch in die Richtung geht. Und deswegen glaube ich, wird es ein interessantes Match. Weiterhin nicht auf dem Platz stehen wird dann wohl Nicole Czernoweski. Der Kapitän spielt auch unter dem neuen Trainer Martin Schmidt keine Rolle mehr. Gerade einmal 4 Ligaeinsätze in dieser Saison für den sichtlich angefressenen Mazedonier, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Für die Mainzer heißt es nun, weiter den Weg zurück zu den eigenen Stärken zu gehen und sich nach dem Trainerwechsel vom Abstiegskampf zu verabschieden. Auch wenn es die kommenden 4 Spieltage mit Augsburg, Wolfsburg, Bremen und Leverkusen in sich haben. Mut macht der 2:1 Hinspielsieg gegen Wolfsburg. Und vielleicht trifft am Samstag ja auch endlich mal Julian Baumgartlinger. Und man kann festhalten, in dieser Bundesliga-Saison ist ja Wahnsinn, wer da alles mit unten drin steckt. Stuttgart, Hamburg, Berlin. Meinst du auch Mainz 05 wird da bis zum Ende kämpfen müssen oder wen trifft es vielleicht am Ende? Ja, wie die Tabellensituation sich ja darstellt, ist alles sehr eng. Das wird schwer für einige Vereine. Ich denke, dass der eine oder andere Verein sich da noch frühzeitig von verabschieden wird. Aber das wird dieses Jahr eine sehr enge Geschichte, ja. Muss man einfach mal abwarten. Kommen wir zum Ende der Sendung auf dich nochmal zu sprechen. Ausgeliehen von Fortuna Düsseldorf. Wir haben bereits über deinen ersten Startelf-Einsatz gesprochen. Wie wohl fühlst du dich denn allgemein mittlerweile in Bornheim, sowohl in dem Frankfurter Stadtteil als auch in der Mannschaft? Ja, ich fühle mich sehr wohl. Also ich denke, die Stadt ist sehr schön. Die Spieler haben mich sehr, 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 sehr schnell aufgenommen. Mhm. Ich war nach 2-3 Tagen schon sehr stark integriert in die Mannschaft. Habe sehr schnell auch anderweitig Sachen mit den Spielern gemacht, wie Essen gehen und so weiter und so fort. Und ja, das erleichtert natürlich auch dann so einen Einstieg in einen neuen Verein. Stichwort Essen gehen oder mit den Mannschaftskollegen ausgehen. Düsseldorf ist ja vor allem für seine schöne Altstadt bekannt. Ist in Bornheim die Bergerstraße eine gute Alternative da schon unterwegs gewesen? Nee, noch nicht. Ich denke, wir generell als Fußballer müssen ja auch immer gucken, dass wir fit sind und dass wir auch alle Trainingseinheiten mit 100% Einsatz abliefern können. Und ja, da ist nicht so viel mit feiern. Genau. Blicken wir ein bisschen auf deine Anfangskarriere zurück. Ich habe gelesen, dass du mit 18 in deiner Landesliga-Zeit höherklassigere Angebote ausgeschlagen hast, weil du erst deine Ausbildung als Mechatroniker beenden wolltest. Sprich, ein zweites Standbein war dir schon immer sehr wichtig. Ja, das war mir sehr, sehr wichtig. Ich denke, das ist auch der Grund, warum meine Profifußballkarriere erst so spät angefangen hat, weil das einfach der Grund war, weil ich meine Ausbildung beenden wollte. Ich hatte schon früher, wie Sie schon gesagt haben, Angebote von Profiklubs, aber ich wollte das beenden und ja, deswegen ist es erst so spät dazugekommen. Was fandest du besonders interessant an dieser Ausbildung? Ja, mir hat es einfach Spaß gemacht. Ich denke, das ist auch der Grund, warum ich das auch zu Ende bringen wollte, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Und dazu ist es natürlich auch wichtig, dass man auch anderweitig da noch was hat fürs Leben. Ich denke, wenn ich zu einem Profiklub gewechselt wäre und es hätte nicht funktioniert, dann hätte ich ohne allem da gestanden. Und man kann sich auch immer mal eine schwere Verletzung zuziehen und dann steht man auch ohne irgendwas da. Du hast dafür aber auch ein bisschen, sagen wir mal, in fußballerischer Hinsicht eine Entschädigung bekommen, kurz danach in deiner Saison für den PSV Wesel-Lackhausen in der Landesliga Niederrhein. Da hast du dann in einer Saison in 22 Spielen 21 Tore erzielt. Sicherlich auch mal eine Erwähnung wert, da lief es richtig rund bei dir. Ja, das war eine schöne Zeit. Ich denke, ich habe da mit ein paar meiner Jungs, also meiner Kollegen zusammengespielt. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir waren auch sehr erfolgreich. Wir waren gerade mal zwei Jahre in der Liga und haben uns dann oben festgespielt. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja. Und ich denke, das war auch wichtig für meine fußballerische Entwicklung, dass ich da diesen Schritt gemacht habe. Wann können wir denn beim FSV Frankfurt mit deinem ersten Treffer rechnen? Ja, ich hoffe natürlich so schnell wie möglich. Ich denke, ich gebe immer alles und will natürlich auch Tore erzielen. Am Wochenende gegen Darmstadt war es natürlich knapp. Da war eine Situation, wo es fast geklappt hätte, aber ich werde weiter dran arbeiten. Dann noch der Ausblick in Sachen FSV Frankfurt. Was meinst du, wo könnt ihr am Saisonende landen?
Ja, unser primäres Ziel ist natürlich, so früh wie möglich den Klassenerhalt klar zu machen. Das ist ganz klar. Natürlich wollen wir trotzdem so eine hohe Platzierung wie möglich erreichen und konzentrieren uns jetzt erstmal auf den Klassenerhalt und dann werden wir sehen, wo wir am Ende landen. Du bist ausgeliehen bis zum Sommer von Fortuna Düsseldorf. Noch eine Frage zu dir persönlich mit 24 Jahren. Welche Ziele hast du dir selbst noch gesteckt im Fußball? Ja, ich denke, dass ich jetzt in den letzten Jahren nicht der Stammspieler gewesen bin, sondern immer als Einwechselspieler agiert habe. Mhm. Ich habe natürlich schon einige Spiele von Anfang an gemacht, aber ich möchte mich natürlich dann auch in der zweiten Liga etablieren und als gestandener Spieler dann irgendwann mal in einem Verein spielen. Dann drücken wir dir die Daumen, dass das früher oder später mal klappt. Tim Golay, vielen Dank für deinen Besuch hier heute bei uns und alles Gute noch beim FSV. Und für Sie, liebe Fußballfans, natürlich wie immer am Ende der Sendung der Hinweis auf kommende Woche. Wenn Sie möchten, können wir uns wiedersehen am Donnerstag zur gewohnten Uhrzeit um 19 und um 22 Uhr. Bis dorthin, machen Sie es gut. Tschüss und ein schönes Wochenende, vor allem Fußballwochenende. Ciao.